Ja, hallo und guten Morgen und herzlich willkommen bei unserem neuen Video, was wir hier drehen, und zwar Oktober. Ja, ich sage immer wir da oben. Also ihr seht schon, ich bin nie alleine. Und klar, weil ich auch die Energien spüre und fühle. Deswegen sage ich also ganz, ganz oft dieses wir. Ja. Meine Lieben, ihr kennt es, ihr wisst es, mein Ritual. Danke, 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 und die Abonnenten steigen und ich bin happy und freue mich darüber. Ja, einfach toll. Und natürlich immer wieder Dankeschön für die persönlichen Nachrichten, für das Feedback von euch. Total klasse. Ja, und offensichtlich bei der letzten Singlegung hat hier eine Zuschauerin irgendwas verkehrt verstanden. Das habe ich aber auch dann kommentiert, weil sie sagte dann so von wegen, zu viel Gerede und nichts für die Zukunft. In der Singlegung geht es doch nicht um die Zukunft, da geht es doch um die Themen, um die Blockaden, und das ist doch eine ganz andere Energie. So, und die Zukunft, das sage ich euch ja auch immer wieder, die bestimmt ihr ja letztendlich. Der Wegweiser, das kann die Karten sein. Der Wegweiser, das kann die geistige Welt sein. Aber gehen musst du deinen Weg selber, und du bestimmst, wie deine Zukunft werden kann oder werden soll, indem du eine Bewusstseinsveränderung einschlägst und einfach wirklich einen anderen Weg gehst, damit du in dein Glück gehen kannst. Ja, das wollte ich nur mal kurz noch zur Klärung sagen. Und ja, ich fasse es hier überhaupt nicht. Wir sind in der Oktoberlegung. Das ist Wahnsinn. Wir haben den November dann noch, den Dezember. Dann sind wir durch. Das ist nicht zu fassen. Also, ja, aber wir legen los. Und nochmal für die, die das Video das erste Mal schauen. Ich bereite nichts, aber auch gar nichts vor. Ich lasse mich einfach wirklich führen, und ich mache hier vier Situationen, decke zum Schluss auf, und dann gucken wir, was uns der Oktober so bringt, was wir so an Botschaften bekommen von oben. Ja, im Moment können wir ja noch dieses tolle Herbstwetter genießen, und ich hoffe nicht, dass wir dann Januar, Februar das alles an Schnee bekommen. Dann sage ich nur Prost Mahlzeit, herzlichen Glückwunsch. Dann können wir aber alle wieder scheppen und machen und tun. Ja, und wir legen los. Also, wir gehen in den Oktober, in die Energien hinein, was wir für Botschaften bekommen, was wir für Themen haben für den Oktober. Und wir schauen in die erste Woche hinein, und da gucken wir mal. Erste Woche im Oktober. Da ist es schon. So. Für die zweite Woche im Oktober. Die mal ein bisschen höher legen. Für die dritte Woche im Oktober für unsere Themen. Was? Da ist es. Und für die vierte Woche. Fangen auf jeden Fall schon viele an, Plätzchen zu backen. In die Vorbereitungszeit zu gehen. Ja, es ist Wahnsinn. Also geht jetzt ganz schnell, und dann ist das Jahr rum, und dann sind wir in 2017. So, dann gucken wir mal, was uns hier für eine Botschaft dann für die erste Woche im Oktober erwartet. Da ist es schon. Für die zweite Woche. Für die dritte Woche. Und für die vierte Woche. Für die vierte Woche, da hat sie sich versteckt. So, dann gucken wir. Wir decken auf. Wir lüften das Geheimnis. Oh, oh, Halleluja.
Da geht es wirklich hier, da liegt der Magier, da liegt die spirituelle Kraft. Da muss man wirklich auch aufpassen. Das ist ganz klar hier. So, dann schauen wir mal hier, was uns hier so alles wirklich mitgeteilt wird. Also, in der ersten Woche, da geht es wirklich darum, mit allen Facetten der Kunst zu arbeiten. Das heißt, in dieser Woche gibt es hier eine ganz klare Botschaft, erinnere dich, wer du bist. Erinnere dich, wer du bist, das heißt, wir gehen im Oktober in der ersten Woche in eine Energie hinein, wo es wirklich um Gerechtigkeit geht. Gerechtigkeit und gleichzeitig um die eigenen Themen in der Spiritualität, in der Medialität, in dem Bewusstsein leben. Sich selber wieder wahrzunehmen, Achtsamkeit wirklich auf sich zu lenken. Achtsamkeit heißt auch hier, dass es gleichzeitig das Thema sein wird, hier wirklich raus aus negativen Energien, raus aus negativen Verhaltensmuster und raus eben hier auch aus negativen Situationen. Wenn ihr irgendwo in der Öffentlichkeit seid, da wirklich aufpassen, wenn die Energien da, wenn ihr das spürt und merkt, so, oh, hier ist die Energie gerade nicht so gut und nicht so schön, bitte rausgehen aus diesen Energien. Ganz, ganz wichtig, zieht euch da raus. Das scheint in der ersten Woche im Oktober extrem wichtig zu sein. Mir kommt jetzt gerade hier, mag vielleicht auch was mit dem Feiertag zu tun haben, weil ja da auch wirklich Tag der Deutschen Einheit gefeiert wird und all diese Sachen, wo ja viele Kundgebungen sind. Wenn ihr merkt, dass vielleicht Stimmungen kippen, dann raus, raus aus diesen Situationen. Das ist hier ganz, ganz wichtig und das ist ja im Grunde genommen wirklich die erste Woche. Und dieses Erinnere dich, wer du bist, dieses Mächtige in uns selber, das sagt hier eben auch der Magier mit allen Facetten der Kunst arbeiten. Und hier geht es wirklich um die Gerechtigkeit. Also, Gerechtigkeit ja, aber nicht so, dass ihr euch wirklich da auf negative Schwingungen einlasst. Das ist gar nicht gut und das kann es auch nicht sein. Wir wollen einfach wirklich für den Frieden sorgen und wir sollten wirklich für den Frieden sein. Es muss immer so ein Yin und Yang geben, Licht und Schatten, das muss es immer geben. Aber nicht auf die Welle wirklich damit aufspringen, negativ zu sein, negativ zu denken. Erinner dich, wer du bist, erinner dich, wo du herkommst. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also wirklich, bleibt in eurer Kraft und bleibt bei eurer eigenen Wahrnehmung. Und das ist hier offensichtlich sehr, sehr wichtig, eben innerhalb der ersten Oktoberwoche. Halleluja, ja, da geht es um Gerechtigkeit, da geht es wirklich um zu erkennen, diese negativen Schwingungen, Energien, da geht es auch darum zu erkennen, wer bin ich wirklich, diese Kraft in mir, der Magier, diese Medialität, die Intuition, Menschenkenntnis wirklich zu spüren. Dann haben wir ja im Moment, haben wir ja wirklich einen Babyboom. Und das werden ganz, ganz wunderbare oder sind, die eben geboren sind, wirklich schon ganz, ganz besondere, tolle Kristallkinder und auch so eine gesunde Mischung Kristall-Indigo-Kinder. Ganz, ganz toll. Das sind natürlich super tolle Energien. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch da natürlich wirklich hier so in der ersten Woche, bleibt bei euch, lenkt die Achtsamkeit auf euch selber, weil das scheint hier wirklich sehr, sehr wichtig zu sein. Ja, Prioritäten schaffen in der zweiten Woche. Prioritäten schaffen, das ist ganz klar. Einige gehen ja, glaube ich, jetzt im Oktober dann schon wieder, was heißt schon wieder? Nee, sie gehen in die Ferien, in die Schulferien. Man muss das ja auch aus der anderen Sicht sehen.
der Schüler, weil da wird einfach sehr, sehr viel abverlangt, sehr, sehr viel gefordert. Und da muss man das wirklich in der Sicht oder deren Sichtweise sehen, dass die sich dann im Grunde genommen schon wieder auf die Herbstferien freuen, weil das zweite Halbjahr auch dann wieder schon auch fast vor der Türe steht, weil wir sind im Oktober. Wir gehen dann wirklich so wusch in die letzten Züge und da muss nochmal so richtig Gas gegeben werden. Deswegen kann ich das verstehen, dass die Schüler wirklich dann die Ferien brauchen, weil sie einfach auch da mit ihren Energien haushalten müssen. Ja, Prioritäten schaffen heißt aber eben auch gleichzeitig, hier wirklich auf dich selber zu achten. Auch da nochmal die Achtsamkeit auf uns zu lenken. In dieser Woche, in dieser zweiten Woche, geht es sehr, sehr viel um die Gefühlswelt, um Gefühle. Um Mitgefühl geht es in dieser Woche. Mitgefühl heißt auch gleichzeitig wirklich nicht Mitleid haben rundherum mit den Energien, sondern mitfühlen. Nicht in diese Leidensphase hineingehen, weil dann seid ihr handlungsunfähig. Mitfühlen, dann könnt ihr handeln, dann könnt ihr in die Lösungen gehen. Und das ist in der zweiten Woche ganz, ganz extrem. Da mag es auch vielleicht sein, dass dem ein oder anderen wirklich so vom Gemüt her, von der Stimmung her, wirklich alles so, ja, man kann fast sagen, alles auf den Sender geht. Und das heißt so, man lässt sich so runterziehen, ja, so man ist so in einem Gemütstief drin. Hat aber auch viel mit dem Außen zu tun. Also das ist hier wirklich großes Thema, dieses hier, diese Gefühle. Hier heißt es auch, Grenzen zu ziehen. Und hier ist es ja auch, die Herrscherin hat auch etwas mit Mutterthemen zu tun, hat was mit der Fruchtbarkeit zu tun. Und ich habe ja eben auch gesagt, von wegen die wundervollen Kinder, die jetzt geboren werden oder eben schon da sind. Und ja, da ist eine tolle Energie drin. Prioritäten schaffen heißt auch die Achtsamkeit wieder auf mich selber zu lenken. Wir gehen ja im Grunde genommen der dunklen Jahreszeit entgegen und da heißt es wirklich hier auch aufpassen auf die Gefühle, dass ich nicht in eine depressive Stimmung verfalle. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Grenzen setzen, Grenzen ziehen, Prioritäten schaffen heißt auch wirklich, macht euch eine Zielsetzung oder eben schreibt euch auf, was muss als erstes wirklich erledigt werden. Die Wichtigkeit eurer eigenen Themen, das ist in der zweiten Oktoberwoche großes Thema. Dann in der dritten Woche hier kristallklare Intentionen, das heißt ganz klar, Grenzen setzen, neue Wege gehen. So, es werden viele neue Wege gehen, weil sich nochmal, und da kommt ja so Stückchen für Stückchen aus dem Ganzen, also aus der Politik, aus der Finanzwelt, da kommt ja Stück für Stück Wahrheit wirklich ans Licht. Das haben wir ja schon wirklich besprochen vor Wochen, vor Monaten, wo das ein ganz, ganz extremes Thema gewesen ist oder eben auch immer noch ist. Stück für Stück kommt die Wahrheit ans Licht. Stück für Stück verändern wir unser Bewusstsein. Und Stück für Stück heißt auch wirklich, ich muss Grenzen setzen. So, Grenzen setzen, Nein sagen. Das hat ganz klar etwas auch wirklich damit zu tun, wie stelle ich mir eben meine Zukunft vor oder die nächsten Wochen, die nächsten Monate. Die können ja trotzdem, wenn ich Nein sage, trotzdem harmonisch sein, weil da geht es wirklich um die Harmonie in einem selber. So, wenn ich neue Wege gehe, ich sage hier so oft so, hat man aber immer, ne? Man hat immer so eine Manie mit irgendeinem Wort. So, da ist es wieder. Ja,
denke nicht an einen lila oder rosafarbenen Elefanten. Was passiert? Zack, der rosafarbene Elefant ist da. Hier geht es um neue Wege gehen. Also, neue Wege gehen, das kann eben auch sein, mit dem Nein sagen, dass ich dann trotzdem in der Harmonie bin. Nein sage, indem ich wirklich im Außen ganz klar auch auf mich, auf die Situationen, auf all das achte. Wenn ich etwas nicht will, zum Beispiel auch in der Politik, in allen Dingen, Nein sagen, um eben auch meine eigene Harmonie und die Harmonie in der Familie zu schützen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also im Oktober geht es wirklich darum, ganz klar auf die gute eigene Intuition zu hören. Das ist sehr, sehr wichtig. Und auch meine Ziele wirklich zu fokussieren. Und was möchte ich? Und eben zu bestimmten Dingen, die im Außen passieren, auch ganz klar Stellung zu beziehen und zu sagen, nein, das möchte ich nicht, das will ich nicht. Also, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig in der dritten Woche, neue Wege zu gehen, neue Möglichkeiten für sich zu schöpfen. Kristallklare Intentionen, Erzengel Michael, sei dir klar über deine wirklichen Wünsche, fokussiere dich mit unerschütterlichem Glauben darauf, sie zu realisieren. Und da geht es eben wirklich hier um die Zielsetzung, um Nein zu sagen, um zu gucken, geht es mir dabei gut, wie fühle ich mich dabei, komme ich da mehr in meine Harmonie und auch in der Harmonie im Außen und eben die Möglichkeiten der neuen Wege. Also auch hier im Außen, es werden neue Wege gegangen. Ja, also das liegt eben im Oktober auch an. Dann geht es in der vierten Woche geht's darum, um hier, was wir eben schon gesagt haben, Mitgefühl, erweiche dein Herz bezüglich dieser Situation. So, und da haben wir es wieder, das so. Da geht es darum, zu springen. Zu springen heißt jetzt Abstand zu nehmen von alten Strukturen. Abstand zu nehmen von alten Verhaltensweisen. Das betrifft auch wirklich immer wieder ganz klar natürlich das Außen. Viele Dinge werden gehen, viele Dinge werden nicht mehr so sein, wie sie mal waren. Es verändert sich sehr, sehr viel. Aber verändern sollten auch wir uns in unserem Bewusstsein, in unserem Denken. Und eben habe ich ja erklärt mit dem Mitleid und mit dem Mitgefühl. Und das ist hier wichtig, dieses Mitgefühl für bestimmte Situationen auch zu haben, uns zu erinnern, woher wir kommen. Und ihr wisst, ich sag es immer wieder, wir haben nur einen Himmel und unter diesem Himmel leben wir alle. Und wir sollten auch wirklich die Achtsamkeit auf Mutter Erde richten, auf unseren Planeten richten. Wir sind hier wirklich nur für eine Zeit. Und da muss man auch umdenken. Umdenken heißt eben hier, veränder dein Bewusstsein. Wichtig ist immer, dass es dir dabei gut geht. Das steht immer als erste Priorität. Und hier geht es auch wirklich um Diskussionen im Außen. Hier geht es um viel, viel Kommunikation. Das sind wir aber ja auch schon fast gewöhnt von den Medien. Da wird kommuniziert, da wird erzählt, da wird gemacht. Wir müssen handeln. Ob gehandelt wird, sei dann mal immer wieder dahingestellt. Das ist aber hier wieder wohl in der letzten Woche ein großes Thema, die Kommunikation im Außen. Da werden hitzige Diskussionen wirklich, da gibt es so einen Schlagabtausch und da heißt es wirklich auch für uns selber, bleib deinem Weg treu. Immer wieder, es kommt immer wieder wirklich die Botschaft, negative Energien, negative Schwingungen, negative Situationen,
Bitte rausgehen, euch entziehen, in eure Harmonie gehen, Harmonie mit euch selber, um dann in die eigene Wahrnehmung zu gehen. Nicht in die Wahrnehmung von negativen Schwingungen. Also das scheint hier ein ganz großes Thema zu sein. Und hier geht es eben wirklich um hitzige und heftige Diskussionen. Wow, Halleluja! Aber ja, der Oktober ist vielleicht jetzt so kurz und knackig gewesen, aber er ist sehr, sehr kraftvoll. Sehr, sehr kraftvoll auch in der Veränderung, in dem Denken, im Finanzwesen, in der Politik insgesamt, im Weltgeschehen. Also da wird sich ganz, ganz viel tun und wie gesagt, spürt ihr, irgendwas stimmt da nicht, zieht euch bitte da raus. Ganz, ganz wichtig für euch. Wow, Mann, das ging aber jetzt hier so dumm, dumm, dumm. Wir gucken mal, was wir für ein Krafttier bekommen. Für uns alle. Ich muss hier nochmal auf den Engel hinweisen. Dieser Engel, glaube an dich. Dieser Engel sagt wirklich auch, glaub an dich selber, an dich, an deine Wahrnehmung, an dein Bauchgefühl, an deine gute Intuition. Deswegen, also denk da immer wieder dran und glaube nicht alles, was du im Grunde genommen wirklich in den Medien hörst, sondern hinterfrage, recherchiere. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. So, wir gucken, was wir für ein Krafttier haben, was uns da für eine Botschaft, ja, da geht es um den Aal und da geht es um die Energie. Die Energie, da, was habe ich euch eben gesagt hier, heftige Diskussionen. Und das ist ja nochmal eine ganz klare Botschaft hier. Der Aal, eben dieses Energie, Energie, Sorgen, Energie für dich selber. Das ist ganz, ganz wichtig. Sorg immer für dich, für deine Familie, für deine Lieben. Guck, dass du in der Harmonie bist, deinen Weg gehst, deiner eigenen Wahrnehmung folgst und wirklich immer in einem guten Einklang mit dir selber bist. Ganz, ganz wichtig. Wenn auch mal im Außen, natürlich auch im Kollegenkreis oder eben auch in der Schule und, wenn da auch so heftige Diskussionen entfachen, wo ihr sagt, das fühlt sich nicht richtig an, das fühlt sich nicht gut an, geht immer wirklich in eure Achtsamkeit. Zieht euch da raus und geht in eure Wahrnehmung. Also das scheint im Oktober die Energie ein ganz, ganz großes Thema zu sein, zu werden. Ja, meine Lieben, das war hier kurz, knackig, heftig. Die Legung für den Oktober und klar, wir sehen uns wieder in 14 Tagen, in gut 14 Tagen. Ich habe das Video ja heute, den 28. gedreht. Stell es auch wirklich nachher direkt auf YouTube, weil es eben sehr wichtig hier erscheint. Und immer wieder habe ich die Botschaft bekommen, dreh dieses Video. Ja, also, dann mache ich das auch und habe es gemacht. Ich wünsche euch für den Oktober ganz, ganz viel, ja, positive Energie für euch selber und lenkt die Achtsamkeit auf euch. Und wie gesagt, in 14 Tagen sehen wir uns wieder zur Liebesorakellegung, zur Single-Legung und ich hoffe, dass das dann richtig verstanden wird. Ja, bis dahin bleibt mir gesund und bleibt mal in einer guten Energie, kraftvoll und glaubt an euch selber. Alles Liebe, bis dahin, eure Birgit.